auf, das Motto der SED und ihrer Jugendorganisation FDJ seit Bestehen der DDR. Mit viel Energie wurde ein gewaltiges Wohnungsbauprogramm in Angriff genommen. Das Wohnungsproblem soll bis zum nächsten Jahr gelöst sein. Millionen von Wohnungen wurden gebaut, vorwiegend in Großplattenbauweise. Das ist die eine Seite. Doch im Gegensatz dazu zerfallen die Altstädte. Gebieten mit historischer Bausubstanz droht großflächiger Abriss, wie hier in Leipzig. Dann war zu den ganzen Häusern, da sind noch da hinten die Hinterhäufe. Er hat die Hintergrundstücke. Und die Hintergrundstücke wieder in Ordnung zu bringen, da zieht niemand mehr rein. Ja. Ja, das sind solche alten Buden, ja, da rein. Ich denke, dass mit dem Abriss ganzer Stadtgebiete diese Stadt ihr Gesicht verliert. Und das ist ein Verlust an Individualität, an Identität. Kahlschlagsanierung der historischen Bausubstanz war das Programm bis Anfang der 70er Jahre. Das Umdenken der staatlichen Bauplaner in den letzten Jahren zugunsten der Altbauten kam zu spät. Jahrzehntelang wurde nicht instand gesetzt. Erhalt ist jetzt zu teuer und es fehlt an Geld, Technologie und Handwerkern. Nach offiziellen Angaben sind von Abriss bedroht in Leipzig 10.000 Wohnungen, in Karl-Marx-Stadt 2.000 Wohnungen, in Erfurt 4.300 Wohnungen, in Dresden 12.000 Wohnungen. Der Stadtzerfall ist heute republikweit. Einige Beispiele. Karl-Marx-Stadt, das frühere Chemnitz. Das historische Zentrum wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Jetzt verfallen auch die Außenbezirke. Görlitz. Im Mittelalter ein blühendes Handelszentrum. Die Stadt ist geprägt von den Baudenkmälern dieser Epoche. Doch auch hier dominiert der Verfall. Greifswald. Altehrwürdige Universitätsstadt. Vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg gerettet durch die kampflose Übergabe. Saniert wurden bis heute nur der Dom und Teile des Marktes. Circa 50% der historischen Bausubstanz sind mittlerweile abgebrochen. Halberstadt, fast 1000 Jahre alt. Berühmt für seine Kirchenschätze und die Fachwerkarchitektur. Potsdam, Symbol preußischer Geschichte. Verfall und Abriss auch hier. Historische Aufnahmen des berühmten holländischen Viertels aus den 20er Jahren. Heute vor 10 Jahren, nahezu unverändert in seiner traditionellen Atmosphäre. Doch für den Erhalt der Häuser wurde wenig getan. Ich wüsste nicht, ja, wo hier mal was in den alten Häusern gemacht worden wäre. Denn seit 1963, 64 ist an unserem Hause nichts mehr passiert. Das holländische Viertel heute. Ausgewohnt und baufällig. Staatlich verordnet ist mittlerweile der aufwendige Erhalt dieses Gebietes. Das Viertel soll bis 1993 saniert sein, zur 1000-Jahr-Feier der Stadt. Ein anderes Schicksal droht historischen Gebäuden und dem anderen Teil der sogenannten zweiten Stadterweiterung. Diese Stadtanlage ist von den Stadtherren seit Jahren vernachlässigt worden und soll heute abgerissen werden. Wir meinen, dass damit eine unwiederbringliche Kulturlandschaft, eine unwiederbringliche Stadt endgültig verloren ginge.
und fordern deshalb die Erhaltung und sanfte Rekonstruktion der zweiten Stadterweiterung in Potsdam. Diese zweite historische Stadterweiterung Potsdams wurde im 18. Jahrhundert erbaut und ist heute wegen ihrer barocken Geschlossenheit einmalig als Stadtanlage in Europa. Seit Ende der 70er Jahre genießen diese Häuser gesetzlich verankerten Denkmalschutz. Doch das hat nichts genutzt. Ich bin selbst in solchen Häusern gewesen und habe gesehen, dass sie also durchaus in einem teilweise guten Zustand waren. Das waren einzelne Häuser, die so schlecht waren, dass man sie hätte abreißen müssen, vielleicht zwei oder drei in der ganzen Straße. Aber die anderen hätte man gut erhalten können. Im August fiel sogar dieses Gebäude der Abrissbirne zum Opfer, das Theodor-Storm-Haus. Nach Angaben einer Potsdamer Bürgerinitiative wurde von den fast 400 Häusern nach dem Kriege bis 1980 pro Jahr höchstens ein Haus abgerissen. In den 80er Jahren waren es dann bereits drei Gebäude pro Jahr. 44 Abrisse werden es in diesem Jahr sein. Partnerstadt von Potsdam ist Bonn. Gegenstand unseres Partnerschaftsvertrages ist auch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Stadtentwicklung, der Architektur und der Denkmalpflege. Es ist vorgesehen, dass wir über diese Materien einen Erfahrungsaustausch miteinander pflegen. Ein Berliner Kirchenhistoriker und Potsdam-Kenner sieht das ganz anders. Das Interesse Bonns an seiner Partnerstadt Potsdam war in den letzten Monaten gleich null. Und zwar muss ich wirklich Bonn sagen, denn sowohl der Oberbürgermeister wie auch die Oppositionsparteien haben sich im letzten Kommunalwahlkampf überhaupt nicht um das Schicksal dieser Stadt gekümmert, das doch in den bundesweiten Medien immer wieder aufgegriffen wurde, also bekannt war. Der Verfall geht weiter, ist unübersehbar in fast allen Städten der DDR. Können Politik und Wirtschaft der Bundesrepublik künftig mehr tun, als nur zuzuschauen? Wenn wir in den nächsten 10 Jahren hier für ganz Deutschland Fortschritte haben wollen, wird sicherlich der Expertenrat aus der Bundesrepublik unumgänglich sein, um schnell voranzukommen. Daneben mag es zu den finanziellen Formen der Zusammenarbeit mit der DDR gehören, dass auch konkret Angebote gemacht werden, Finanzhilfe für Stadterneuerung in der DDR zu geben, wie für andere Gebiete auch. Und dann dürften wohl auch zum Teil Firmen aus der Bundesrepublik dort zum Zuge kommen.